Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Sportsfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Halbgottschmiede-Kanal mit dem Tetzel und einem guten alten Tässchen Kaffee, meine Freunde. Kurz erstmal den Schaum aus dem Bart entfernen. So Leute, also heute verbinden wir die Brutalität des Eisens mit der Brutalität des schweren Metals. Ihr habt es euch gewünscht, ich habe euch das Ganze mal zur Wahl gestellt. Es gibt ja jetzt diese Community-Funktion hier auf YouTube und dementsprechend dachte ich mir, was würde mich selber interessieren, was interessiert vielleicht die Follower, und darum sprechen wir mal ein bisschen über Musik, über die Playlist, die euch richtig was um die Ohren ballert. Eingangs sei gleich schon mal erwähnt, ich trage heute den neuen Sohn des Odin Stringer von God's Rage. Gibt's ab Montag, dem 11. Dezember, dann im Store. Und natürlich findet ihr das Ganze mit dem Link in der Beschreibung und könnt dort dann entsprechend mich unterstützen mit dem Code DRAGONSLAYER, in dem ihr auch noch 10% spart. Nun aber genug des Vorgeplänkels. Ich werde euch jetzt mal direkt was zu den Songs sagen. Wir machen das folgendermaßen. Ich werde euch die Playlist in die Beschreibungsbox schreiben, aber nicht die Songs abspielen jetzt, denn dann ist das Video eventuell wieder von YouTube nicht so monetarisierbar, außerdem GEMA-Probleme und so weiter, das umgehen wir. Ich sag euch also, welcher Song das ist. Ihr könnt ja gerne mal mitschreiben oder ihr guckt dann danach in die Beschreibung und ich sag euch auch, zu welchem Zweck der in der Playlist ist. Also, es geht ganz entspannt bei mir immer los mit einem Boardthrall-Song, natürlich von der unvergleichlichen letzten Scheibe, die sie gemacht haben. Und ja, danach haben sie gesagt, hey, wir können auch nichts Besseres mehr hinkriegen, dementsprechend lassen wir das auch, also die Those Ones Loyal, selbstverständlich, mittlerweile auch schon 12 Jahre her. Und da gibt es bei mir immer schön The Kill Chain, leichtes, entspanntes Intro zum Reinkommen, super, um sich aufzuwärmen. Und dann ist ja auch nur Bolt Thrower schnell, also so richtig krass übles Geballer ist es nicht. Dann geht es bei mir weiter mit dem Side Project damals, wo Immortal sich aufgelöst hatten, von Abath und Demonas. Und The Storm I Ride ist einfach ein super Song, ebenfalls noch so für die Aufwärmphase, die in dem Fall dann noch läuft. Danach wird es ein kleines bisschen böser mit einem meiner Lieblingsstücke von Belphegor, mit dem schönen Song Belphegor Hell's Ambassador. Das ballert dann schon ganz ordentlich nach vorne, da kann man dann schon in die ersten Gewichte einsteigen, die einem ein bisschen mehr Spaß machen. Joa, dann geht es auch schon weiter mit Kalmar und Heroes to Us, einer der, ich würde sagen, der Songs von Kalmar. Huch, jetzt habe ich ihn doch angemacht. Einer der Songs von Kalmar, die übrigens gerade auf Tour sind und irgendwie war der Sänger verschwunden. Ich weiß nicht genau, was da los ist. Jedenfalls haben Robse und Peter Winterschmied von den Last Hangman bzw. Burndown Eden haben ausgeholfen, und bzw. Robse ist natürlich von Equilibrium und Frankenforde. Danach geht es schon zu einem Song, der definitiv für Höchstleistungen verantwortlich ist, nämlich Cataclysm Like Angels Sweeping the Dark. Von der In the Arms of Devastation Scheibe, genau, Revenge is a Meal, Best Served Cold. Und dann geht es eigentlich ganz gut los, auch nicht zu schnell, aber schon ziemlich heavy. Gefolgt von keinen anderen als Negator. Eisen wieder Siechtum, liebe Grüße nach Hamburg zu Steve und seiner Truppe. Und ich sage mal, wenn dann die Worte erklingen, angetreten, um Werte zu schaffen, gemacht, um unentbehrlich zu sein und es richtig losballert, spätestens im zweiten Teil des Songs, dann kann man auch einfach nur seine Maximalkraftwerte abrufen, das geht gar nicht mehr anders. Ja, auch der Anfang natürlich ein unglaublich krasser, brutaler und sehr, sehr heftiger Song. Danach gibt es bei mir einen der motivierendsten Songs in meiner Playlist überhaupt, mit Riga, des Blutes Stimme. Gib uns Kraft zu großem Werke, gib den Worten Sturmgewalt, lass des Weltmeers Wucht gewogen alle Kühnheit übersteigen, lass des Sturmes wildes Tosen alle Orgeln übertönen. Und dann geht's auf jeden Fall in die tiefe Beuge mit viel Gewicht auf dem Rücken. Jetzt kommen wir auch schon direkt, also wer sich entschuldigt, aber wer sich davon nicht motivieren lässt, der mag kein Metal, also auch kein schweres Eisen auf dem Rücken oder vor den Füßen oder auf der Brust, definitiv. Kommen wir zu dem Stück, was schon in meiner ersten Workout-Playlist einer der absoluten Kracher-Songs war.
Und ich glaube, die ersten 16 Takte sprechen schon für sich. Ich mache das einfach mal so an. Ich hoffe, die Soundqualität ist jetzt nicht komplett abgefuckt. Ich werde es mir noch anhören. Schauen wir mal. Also, jedenfalls Vader mit Wings. Also, wenn man einen neuen PR machen möchte und mal wirklich von 0 auf 800 gepusht werden möchte, nachdem man sich vorher schon die ganze motivierende Musik gegeben hat, dann macht man diesen Song an und dann macht man einfach. Dann gibt es auch keine Frage mehr. Das ist besser als Nose Talk. Das ballert euch richtig ins Valhalla, hätte ich fast gesagt. Danach wird es ein kleines bisschen ruhiger mit Chrome Division und dem schönen Stück Serial Killer. Ein großartiger Rock'n'Roll-Song. Breitbeine-Rock kann man fast sagen, weil die Eier so dick werden, das geht einfach gar nicht anders. Um dann wieder ein bisschen düsterer zu werden mit Enthroned und Infernal Flesh Massacre. Immer so richtiger Rumpel Black Metal muss zwischendurch auch beim Start sein. Enthroned sind da optimal für. Um dann wiederum in motivierende Gefilde aufzubrechen. Arch Enemy, We Will Rise. Ein absoluter Klassiker natürlich von der Anthems of Rebellion. Altes Stück, aber macht immer noch Spaß auf jeden Fall. Um dann wieder etwas black'n'rolliger zu werden mit Wright und Pitch Black. Pitch Black Brigade von der Pitch Black Brigade selber. Ja, großartig. Einfach nur wieder so eine Mischung aus Black Metal, bisschen rock'n'rollig und ebenfalls dicke Eier am Start. Jetzt kommen wir endlich zu einer Band, von denen ihr sicherlich vermutet habt, dass ein Song in meiner Playlist ist. Natürlich habe ich was von Amon Amarth am Start und zwar den Titeltrack von der Versus the World Scheibe, weil was kann man einfach besser beim schweren Training sagen als Versus the World? Absolut großartig. Cryptic Wintermoon, da kommen wir mal zu der deutschen Black Metal Band mit Dreadnought. Leider gibt es sie nicht mehr. Großartige Kapelle gewesen. Naja, was soll man machen? Trimonium haben sich mittlerweile auch sehr verändert, oder Trimonium, je nachdem, wie man es aussprechen möchte, machen heute irgendwie so Bluesrock, ich weiß es nicht. Damals haben sie heroischen Viking Metal gemacht, so When the Ravens Fly habe ich hier am Start in meiner Liste, um dann wieder richtig ordentliche Ballerei anzumachen, nämlich Behemoth mit Kriegsphilosophie von der. Ich muss es gerade nachschauen, verzeiht es mir. Ich habe es gerade gar nicht auf dem Schirm, auf welchem Album es ist. Auf der Apostasy, genau. Und das geht natürlich auch absolut nach vorne. Dann Malevolent Creation, Divide and Conquer. Richtig schöner Death Metal nochmal. Geht auch mit melodischem Death Metal weiter. Quo Vadis, Mute Requiem. Und dann haben wir Death Clock mit Face Fisted. Wer Metalocalypse nicht kennt, sollte sich es auf jeden Fall mal reinziehen. My fist on your face, you hate this, I feel great. Bester Song. Dann haben wir Bloodshed von unseren lokalen Helden hier aus Braunschweig mit gebundenen Hass. Und das Ganze endet dann mit einem ganz entspannten Stück: God Dethroned und Passchendaele, meine Freunde. Ein Lied über den Ersten Weltkrieg vom Passchendaele Konzeptalbum. Und auch das wieder ein bisschen, ja, Death Metalig, ruhiger. Also das Ganze wild gemischt, alles relativ hart. Schreibe es euch in die Kommentare. Ich bin natürlich auch interessiert, was für Songs ihr habt, die euch absolut motivieren und zu Höchstleistungen pushen. Das also mal kurz zu meiner Workout-Playlist mit so ein, zwei Worten zu jedem Song. Ich hoffe, es war ein bisschen interessant und ihr hört euch das Ganze an. Es kann ja mal jemand so eine Spotify-Playlist erstellen. Ich weiß nicht, ob alle Songs bei Spotify zu finden sind. Ich habe ehrlich gesagt kein Spotify. Oh mein Gott, ganz schrecklich. Und dementsprechend kann man das ja mal machen und dann kann ich das verlinken oder so. Also Leute, das war Tetzels Motivations-Workout-Playlist fürs Jahr 2017. Alles ein bisschen ältere Stücke. Ich muss gestehen, dass ich nicht so viel super aktuelle Mucke am Start habe. Außer meiner eigenen, aber die höre ich mir beim Training auch nicht an. Das würde mich eher ablenken, weil ich mir dann immer die Aspekte durch den Kopf gehen lasse, die vielleicht beim Recording dabei waren, als der Song entstanden ist oder wenn ich es live gespielt habe, wo ich mich versungen habe, keine Ahnung. Jedenfalls, so viel dazu. Checkt die neuen Klamotten aus. Sohn des Odin Stringer. Dann haben wir noch ein paar andere Sachen am Start. Außerdem, wenn ihr das heute seht, am Sonntag, dem 10. Dezember um 19 Uhr heute Abend, bin ich live bei dem Instagram-Kanal von God's Rage, bei meinem Sponsor.
Also ganz zufällig, wenn ihr das jetzt hier ganz am Anfang seht, das Video, dann habt ihr die Chance, das noch mitzukriegen. Ansonsten, wie ich gerade schon gesagt habe, Link in der Beschreibung, Dragon Slayer, pipapo. Im Übrigen, was ich so lange, lange Zeit nicht erwähnt habe und vielleicht auch mal wieder wert der Sache ist, ihr könnt mir auch auf Instagram und auf Facebook folgen, wenn ihr Bock habt. Vor allen Dingen auf Instagram kommt wirklich regelmäßiger Content. Ich mache viele Stories, beantworte Fragen. Also gerne einfach mal schauen, auch Halbgottschmiede ganz einfach zu finden. Und ich bedanke mich natürlich wie immer fürs Zuhören, für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch ein erfolgreiches Training. Vielleicht demnächst auch mit Tetsus Playlist in den Ohren. Macht's gut, Dragon Slayer Mode.